Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Firma MK BTEC. Bevor dieses Video anfängt, wir haben aktuell 10% auf alle unsere Ware, auf alle Stecker, auf alle Kabelbäume, auf alle Drosselklappen. Das heißt, falls ihr bislang ein Auto habt, wo ihr noch Arbeit dran habt und es noch nicht gemacht lassen habt von uns, ist jetzt die Chance, bis zum 24. Dezember könnt ihr die Sachen einschicken mit dem Code, beziehungsweise guckt ihr euch einfach das YouTube-Video an und dann wisst ihr genau, worum es geht. Wir sind gerade allerdings wieder in einem Auto. Wir, Daniel, sitzt hinter der Kamera. Ich fahre wieder die S-Klasse auf dem Weg zu unserem nächsten Projekt, zu unserem nächsten Auto, was wir uns angucken wollen. Ihr habt ja schon im letzten Video einen kleinen Sneak Peek, ein Preview gesehen. Der hat goldene Umrandung, vergoldeten Stern, vergoldete Scheibenwischer vorne für die Scheinwerfer, und ich kann euch versprechen, weil ich habe das Fahrzeug schon gesehen, allerdings immer im Dunkeln. Ich kann euch versprechen allerdings, das Ding hat es in sich. Ich will auch gar nicht zu viel verraten. Ich weiß nicht, wie viel wir filmen können vor Ort. Es ist ein 90-jähriger Opi, der hier seit 40 Jahren aus dem Iran ausgewandert ist, in den USA jetzt lebt, und die haben auf jeden Fall auf dem Hof jede Menge Autos stehen. Deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht, wie er mit Kamera ist, wie scheu, wie, ob er das versteht oder nicht. Wir werden es sehen. Ich hoffe, es wird interessant. Ich glaube, es kann eine sehr, sehr interessante Geschichte werden. Bleibt einfach dabei und habt viel Spaß. Sein Navi ausmachen. So, ich nehme euch mal jetzt kurz mit, weil ich weiß nicht, wie diese Sache endet. Wir sind gerade hier beim Auto, ihr könnt sehen, das Ding hat AMG Styling 3 müssen es eigentlich sein, mit goldenem Nabendeckel. Im Innenraum könnt ihr sehen, hat das Ding graue Sitze, total verranzt, auf beiden Seiten witzigerweise. Hat eine Bose-Anlage mit drin, hat 200.000 Meilen, Holz ist gerissen. Verdeckschalter funktioniert nicht, auseinandergebaute Teile hier im unteren Raum. Also ist eine Bastelbude vom Herren, aber das Auto fährt. Das heißt, es springt an. Ich gucke gerade, hier ist Windschott ist mit dabei. Und ansonsten, wie gesagt, was ich jetzt schon sehen kann, das Ding liegt schon sehr brutal auf. Aber der Besitzer schwört, dass das Auto super fährt. Das heißt, wir werden es sehen. Er sagt, this car drives beautiful. Demnach sucht er gerade den Schlüssel. Der hat die Papiere verbusselt. Deswegen waren wir jetzt inzwischen schon dreimal hier. Jetzt hat er den Schlüssel verbusselt. Gucken wir mal, ob er den Schlüssel findet. Wenn ja, dann fahren wir das Ding gleich mal mit ihm raus und gucken mal wirklich, wie beautiful dieser Wagen ist. Wow, this is empty too, huh? I feel that now, actually. Okay, Kevin. I feel crazy. I'm coming to get you. No, Hassan, this is too far. I'm driving like 30 minutes every time to get here. Today is a good day with driving, but it's not worth the hassle. You know what I mean? Like, it's just... He was buying this car $5,900, but he couldn't give me more money. He paid me $3,000, and $2,900 he should pay me. Yesterday or what? Yeah, no. 3 weeks ago. He paid me $2,900, he should pay me another $3,000. Or $2,900, I don't know. I give him the key, and he was sorting, and he was gonna clean it. But you had a key yesterday, right? Yeah. And you gave it to the guy? Yeah. And you never got it back? I don't. You don't remember? I don't remember. I thought I have it in my pocket. Well, I can't buy the car without a key. You know what I'm saying? Like, what do you want me to do? Really, I'm so sorry. The paper is inside, so you don't miss those, or leave them in there. I don't care, but maybe leave them in there so you won't forget them.
Okay, Hassan. Doesn't matter. It is what it is, Hassan. I'm sure because I told him it, I saw this car. He was taking the key. Because he doesn't want to sell this car. Well, you get yourself situated. You have my number, right? Yeah. Call me, whatever. Ihr seht mein begeisterndes Gesicht. Und dieses Gesicht gibt es tatsächlich nicht, wenn ein Kauf nicht funktioniert, nur wenn er wirklich so idiotisch endet wie jetzt. Also ich sag's mal so, ich habe ja schon viele Autos in meinem Leben anguckt und viele Autos gekauft und viele Autos verkauft und alles toll, alles super, andere Länder, andere Sitten. Aber dieser Opi hat es jetzt gebacken bekommen tatsächlich. Das, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz... Der Opi hat es jetzt tatsächlich geschafft. Also ich war jetzt insgesamt dreimal da. Einmal nachts, wo wir von dem ersten Autokauf runtergefahren sind. Dann bin ich mit gestern oder vorgestern nochmal runter, um das Ding uns nochmal genauer bei Tageslicht anzugucken. Haben dann schon ein bisschen was verhandelt, getan, gemacht. Alles gut, da hatte der Opi allerdings keine Papiere in der Hand. Das heißt, er hatte nicht diesen Certificate of Title, den man hier braucht, um Autos zu verschiffen. Konnte er nicht finden, wusste er nicht wo, wusste er nicht wann, wie, was auch immer. Und heute hat er es geschafft, und den Schlüssel hat er schon gehabt, heute hat er es geschafft, den Schlüssel nicht mehr zu finden. Und dann aber auch nicht zu finden ist eine Sache, dann die Geschichte, die er dazu erzählt, er findet den Schlüssel nicht, weil er es jemand gegeben hat in die Hand, jetzt kennt, weiß aber nicht mehr, wem er das gegeben hat. Ganz, ganz komische Geschichte. Dieser Hof, auch ehrlicherweise ganz komisch. Also die machen mit Autos rum, 100% sind, haben irgendwie, habe ich auch gesehen, so eine Dealers License sogar gehabt, stand auf einem von den Dingern drin. Ist mir aber auch alles egal, es interessiert mich alles nicht. Die können ja machen, was die wollen. Ich sehe, was ich kaufe, ist ja meine Verantwortung, das zu kaufen, was ich sehe. Aber wenn der Opi ein bisschen jünger gewesen wäre, glaube ich, wäre ich auch ein bisschen anders da ausgerastet, weil das einfach scheiße ist. Sowas macht man nicht, sowas ist uncool. Die Fahrerei hier ist auch nicht einfach mal so, dass ich sage, ich fahre mal um die Ecke, sondern wir fahren jedes Mal eine halbe Stunde hin und her. Nicht cool, auf jeden Fall. Das heißt, der Autokauf ist erstmal geplatzt. Heißt nicht, dass wir uns nicht noch andere Autos angucken, aber für diesen Wagen würde ich sagen, der ist erstmal abgehakt. Ich habe wirklich von tiefstem Herzen gedacht, dass wir heute mit diesem Wagen wieder zurückfahren werden. Habe ich wirklich, wirklich gedacht. Deswegen habe ich das auch in dem Video so geteasert, aber es ist nun mal eben so, wie es ist. Naja. Ich habe auch schon ein paar andere Dinge gefunden. Wahrscheinlich kommt noch was. Ich will jetzt erstmal nichts versprechen. Wir werden es sehen. So, der Autokauf hat natürlich nicht funktioniert, aber gar nicht so schlimm, weil wir sind jetzt auch kurz vor Abreise. Das heißt, ich mache mich jetzt auch gar nicht mehr verrückt und werde auf Teufel komm raus versuchen, irgendwas übers Knie zu brechen, weil wir haben ja schon den Schleifer da hinten. Und jetzt ist es so, wie gesagt, wir fliegen, glaube ich, morgen ist es für euch, es ist Anfang Dezember, wir fliegen morgen. Aber die Familie, wo wir jetzt aktuell schlafen oder sind, die leben hier in diesem Haus. Und die haben hier diese wunderschönen Palmen. Das heißt, ich als alter Handwerker habe mir gedacht, wisst ihr was, ich helfe euch mal, weil die wollten diese Palmen zuschneiden, weil die haben hier so, wahrscheinlich sind hier Palmenspezialisten unter euch, aber die haben hier so kleine, ja, so, weiß nicht, wie die Dinger heißen, so kleine runde Kugeln. Und diese Kugeln ziehen irgendwie Bienen, Wespen und was auch immer an, und da wollten hier so ein paar Mexikaner für 5 Bäume irgendwie $900 haben, um das einfach nur abzuschneiden. Und da ich Fuchs, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, bei Black Friday mir ein paar Milwaukee Tools wieder bestellt habe, habe ich gesagt, wisst ihr was, habt ihr eine Leiter? Ja, alles klar, ich habe die Power Tools, weil die haben hier in dem Haus tatsächlich einen Akkuschrauber und, ach Quatsch, nicht mal, einen Schraubenzieher. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, komm, ich schneide die Dinge einfach ab, hoffentlich gelingt mir das. Daniel hält mir die Leiter und hoffentlich gelingt das und sieht zu, dass ich jetzt hier nicht runterfalle. Deswegen, ich würde sagen, ja, viel Spaß beim Gucken. So, Aufgabe erledigt, würde ich sagen.
Also falls es in den USA deutsche Einwohner in L.A. gibt für 800 oder ich, wisst ihr was, der wollte $900 für drei Palmen, ich mach's für 700. Ruft mich einfach an, ich komme hierher geflogen, macht mir so 4-5 Häuser im Monat und das ist eine super Idee. Das wird klasse, so machen wir das. Also, Palmen Business MKBTech demnächst auf YouTube. Da heute der letzte Tag ist, wo wir in L.A. sind und die Abreise jetzt schon vor uns steht, wollte ich mich eigentlich nur mal verabschieden. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, diese ganzen Videos zu sehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gesehen, was ihr vorher wahrscheinlich auch nicht gesehen habt. Wir sind heute noch mal am Strand. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Es ist Anfang Dezember und meine kleine Tochter spielt hier neben mir. Ich glaube, inzwischen schneit es sogar in Deutschland. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, hoffe ich, habt ihr alle viel Spaß gehabt, diese Videos zu schauen. You wanna come in here? Okay. Wir wünschen euch alle sehr ein frohes Fest. Wir haben immer noch die Aktion mit 10%. Also kauft Kabelbäume, kauft Drosselklappen ein, kauft T-Shirts und Pullis ein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.